Metallschrank. Ich müsste mich bei ihm zu Hause umgucken, hat er gesagt. Öl. Endlich eine Brechstange. Ein Karton. Stoff. Ah. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ich weiß. Eigentlich rum. Diese Schublade auch noch. Could end up being useful. Wo müssen wir denn hin? Wenn der noch sagt. Karton? Nee, das ist einfach nur blau. Das sind Stoffe. So, das ist auch schon mal nicht so schlecht. Das können wir eher alles nicht benutzen. Wir haben eh nie Strom. Oh, Wasserflasche. Warum auch immer. Aha, Jagdhütte. Wir müssen sicher dahin. Der hat sicher so ein Teil. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir unsere Sachen ein wenig ausmustern. Dann tun wir das mal ablegen. Okay, da haben wir nichts doppelt. Doch, hier haben wir es doppelt. Das ist 0,9. Ich gucke immer auf die Gradzahl. Der Rest ist echt. Ablegen. So. Dann tun wir das hier ablegen. Das behalten wir. Da sind wir ehrlich, da brauchen wir nicht so viele. Warum behält der die noch? Ist der doof? So viel brauchen wir davon auch nicht. Wir brauchen aber noch hier Aktion. Wir möchten es auffüllen. Somit ist das Ding ein bisschen leerer. 40. Schleppen viel zu viel Zeug rum. Das brauchen wir aber noch. Klamotten passt. Sehr gut, das ist 1,5 Kilo. Ich will nicht wissen, für was man das eigentlich noch braucht. Deswegen möchte ich es auch gerne mitnehmen. Darm. Getrocknetes Leder, das wäre zum Reparieren. Aber reparieren müssen wir doch nicht mehr so viel. Das ist 99. Das können wir noch reparieren. Gut, dafür brauchen wir jetzt Stoff, aber das ist jetzt nicht so wild. Nochmal reparieren. Oh.
Okay, schön. 98. Gut, dann können wir das andere hier ablegen. Das brauchen wir noch. Na gut, wir haben halt viele Sachen. Die wir nicht so brauchen. Warum sollte ich da nochmal zurücklaufen? Hier wird eigentlich gar keinen Grund. Ach doch, die Dinge aufmachen. Dadurch, dass wir jetzt eine Brechstange haben. So. Okay, Schuhe ist natürlich mega cool. Müll. 1,1. Also das können wir schon mal. 1,0. Starting to weigh me down. 7 Schutz. Okay. Schade. Spinnt. Ah, hier. Jetzt müssen wir sicher zu seiner Jagdhütte gehen. Um da mal abzuchecken. Und halt, Wind ist nicht so durchlässig. Ist ein bisschen beschissen, bin ich ehrlich. Tun wir den kaputt machen und tun den anderen reparieren und hoffen, dass wir da vielleicht noch ein, zwei mehr Punkte rausholen. Suche in der alten Jagdhütte nach weiteren Informationen zu den Waldflüsterern. Okay. Da habe ich schon alles platt. Das ist nicht das, was wir brauchen, sagt er da immer. Okay. Sehr gut. Was zum Essen haben oder nicht haben. Okay. Hau das mal in dich rein. Okay, dann laufen wir mal noch zur Jagdhütte. Kaputte Metalltür. Gut. Ich denke, da schaffen wir es noch hinzulaufen. Damn. Must have hit my head harder than I thought. Okay. Special Soundeffekte. Das Ding Strom? Lights. Hä? Seit wann haben wir denn hier Strom? Oh shit. What? Können wir hier nochmal reingehen? Nicht, dass wir hier noch Strom haben. Sache.
Okay, fett. Also total übersehen. Okay, das habe ich echt übersehen. Da ist halt überall Strom jetzt drauf. Ist das so gesund, wenn wir da drüber laufen? Sind es die Nordlichter? Alter, das wäre wunderschön. Gehen wir nochmal raus. Das wäre mega schön. Oh, guck mal. Oh, shit. What the hell? Sie hassen Licht. Wieso schön, dass sie Licht hassen. Boah, schaut mal, wie schön. Okay. Wir müssen mal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen uns ein bisschen rechts halten. Wunderschön. Chapeau, das sieht echt gut aus. Ist das da schon die Hütte? Keine Fassung. Drüben ist auch was Komisches. Ich denke, da wird die Brücke sein. Da müssen wir auch rüber. Ah, der ist ein bisschen müde, das geht aber noch. Das geht echt noch. So. Cool mit den Lichtern. Schneiden. Ein Glück haben wir den Schneider mit. Sonst wäre das echt ein Theater geworden. So, Fetti, hier hoch. Werden wir verfolgt eigentlich? Nö. Na, endlich mal Strom, das ist ja auch mal cool. Voll cool gemacht. Boah, wie schön. Möchte ich auch mal in Real Life erleben. Ein einziges Mal. So. Die Jagdhütte wäre jetzt echt nicht so schlecht. Hoffentlich haben wir da noch ein bisschen was zum Essen da. Das Gemeine ist nur, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber bei dem Weg zurück nehmen wir auch mindestens eine Hütte mit in der anderen Map. Das laufen wir mal halt gerade aus, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was es da bringt, da hinten hinzulaufen.